Endlich. Ihr da. Ich habe hier eine Botschaft. Oh, ihr da. Unserem Freund, dem ich heiße Clarence von Weißlauf. Bringt diese Axt zu Ulfric Sturmmantel. Eine Axt? Und ihr denkt, Ulfric lässt mich einfach hineingehen? Einfach so? Stimmt. Er ist ein gefährlicher und blutrünstiger Mann. Macht er eigentlich schon, ich war ja schon bei ihm. Ein Nord, der unsere Traditionen ehrt. Ich bin aber ein Dunkelelf. Dann wird euch auch nichts geschehen. Und wow. Kommt danach hierher zurück. Die Geistesgegenwart, ja. Falls Ulfric nicht blufft, werde ich alle wehrhaften Männer brauchen, um Weißlauf zu verteidigen. Ich liebe die kühle Luft. Okay, soll ich ihm etwas sagen? Männer, die einander verstehen, sollten keine Worte verschwenden. Aber sie gibt mir das Gefühl, nee. Wenn ein Krieger einem anderen seine Axt überlässt, jetzt labert sie die da voll. Das alles. Ulfric wird die Bedeutung dieser Tat kennen. Das Kriegsbeil sozusagen. Verstanden. Gut. Was? Geronimo Wotan. Bringt mir die Schreibfeder und das gute Pergament. Ah, nicht das Globerbier. Wie sonst? Ich hab. Ja, zu General Tullius. Ich muss einige Dinge klarstellen, ehe ich seine Soldaten akzeptiere. Hm. Naja, ist ja ganz gut gelaufen eigentlich. Das heißt, wir bringen jetzt die Axt in den Wald. Hoffentlich lassen mich die lebend raus dort. Bin mir da nicht so sicher. Wow, schau dir diese Stadt an. Gutes altes Weißlauf. Das darf ich nicht aufgeben, muss ich verteidigen. Bis zu meinem letzten Blutstropfen. Palast der Könige. Ja, ich riskiere es. Bin gespannt, ob mir der Ulfric gleich die Axt um den Schädel zieht. Balgruuf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Hallo. Wir haben Kurier. Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Der schaut absichtlich weg. Weißlauf stark unter Druck. Die sind nicht siegreich. Was soll ich eurer Meinung Glaubt nach mir. Tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Ich habe vom Tod. Das weißt ihr. Hallo. Ja? Aber fasst euch kurz. Ich habe viel zu tun. Ich habe eine Nachricht von Jarl von Weißlauf. Ich hatte mich schon gefragt, wann er sich dazu aufraffen würde. Oh, was ist das? Ah, tapfer, eine solche Botschaft zu überbringen. Mhm. Wie schade, dass ihr euch die falsche Seite ausgesucht habt. Denkt ihr. Ihr könnt diese Axt dem Mann zurückbringen, der sie geschickt hat. Und richtet ihm aus, er könne sich auf Besucher einstellen. Ich erwarte in nächster Zukunft einige Aufregung in der Stadt Weißlauf. Mhm. Ihr habt den Großkönig getötet. Warum führt ihr Krieg gegen euer eigenes Volk? Ich habe den Menschen gezeigt, dass es uns schwach macht, wenn unsere Jarl die Milch des Kaiserreiches trinken. Nun muss ich ihnen den Weg zeigen, der uns zu unserer Stärke zurückführt. Ohne Opfer gibt es keinen Fortschritt. Keinen Weizen, ohne die naja, Spreu davon zu trennen. Das stimmt schon, aber... Das Kaiserreich und die Jarl, die es stützen, müssen fortgefegt werden. So will es das Volk... Aus eurer Sicht macht das Sinn, aber aus meiner nicht. Wir werden uns wiedersehen. Schneller, als ihr glaubt. Wie lange werdet ihr warten? Schnell raus hier. Ihr müsst der Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Sofern ihr damit meint... Solange ich noch kann... So, da. Dann gleich schnell reisen. In die Drachenfeste. Und dann wird's gleich losgehen. Ich nehme mal an, die Sturmmäntel werden ihrem Namen alle Ehre machen und Weißlauf stürmen wollen. Ich habe das Ganze mal aus der anderen Sicht gespielt, in einem früheren Leben.
Und ja, da war es andersrum eben. Da habe ich Weißlauf angegriffen. Und jetzt muss ich es wohl verteidigen, ha? Der Jarl ist nicht da. Hallo Jarl, wo bist du? Wo war das Jarl? Weißlauf ist eine der Armee. Ihr habt die Axt zurückgebracht. Ich wusste, dass dies seine Antwort sein würde. Ja. Gleich nach eurer Abreise habe ich General Tullius benachrichtigt, der so freundlich war, uns einige seiner Truppen und Legat Scipius hier zur Verfügung zu stellen. Scipius, wow, den kenne ich doch. Versuchen, an unseren vereinten Streitkräften vorbeizukommen. Scipio, das war doch ein Gladiator, oder? Ich euch wieder der Armee. Legat Scipius wird Verwendung für euch haben. Mögen die Götter uns beistehen. Jawohl, bei den Neuen. Gut. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich Hallo. Habe eine Stadt zu führen. Die Außenmauern sind solide. Wenn wir es schaffen, sie dort aufzuhalten, und zwar in Vollbesetzung. Was schon? An die Front. Das ist der entscheidende Augenblick. Oh Gott, es beginnt schon. Stadt halten. Bewegung. Scheiße. Das ging aber hurtig. Wir haben aber kein. Ich grüße euch. Keine Zeit verschwendet. Oh, die fliehen alle. Eine sichere Burg. Du sollst jetzt aufstehen und kämpfen. Kinder, das ist nichts für euch. Ab ins Bett. Hier rollen Köpfe in Kürze. Oder lodern Leiber. Wenn ich meinen Zauber auspacke. So. Wo greifen sie an? Am Nordtor? Oh! Die haben Katapulte. Scheiße. Oh, da brennt schon alles. Was heißt Hilfssoldat? Ich bin kein Hilfssoldat mehr. Oh. Da brennt alles. Wo muss ich hin? Oh. Lasst mich ran. Sie behaupten, es sei wegen des Wieso Arras geht ihr da rein? Ihr sollt kämpfen. Ganz genau. Es gibt nur noch Feiglinge. Da, wie sie, schau, wie sie alle rennen. Alle gehen ins Haus. Witzig zu beobachten. Cool. Hier ist der Yskramor. Der wird mir beistehen. In meiner schwersten Stunde. Der letzte Tag. Der längste Tag, wollte ich sagen. Ich hoffe nicht, dass es der letzte sein wird. Schauen wir mal. Welcher Stärke sie angreifen. Muss ich hin? Darauf. Habt ihr Befehle für mich? Oh, Kampfschrei. Und für das gesamte Königreich von Himmelsrand. Jawohl. Heute ist der Tag, an dem wir Ulfric Sturmmantel und den Jarl, die seine... Oh, die haben die Honigbraubrauerei umgekehrt. Honigbraubrauerei in Schutt und Asche gelegt. Hier für Himmelsrand und seine Bewohner. Jetzt kann ich keinen Met mehr holen für die... Wenn wir diese Rebellion herausschneiden, werden wir dieses Land wieder gesund machen. Wie hießen sie gleich? Mir hinterher. Für das Kaiserreich! Für die Armee! Jawohl! Sie schreien! Ja? Ihr bleibt hier natürlich. Hätte ich mir auch nicht anders erwartet. Daneben. Bleib hier! Los geht's! Scheiße! Oh! Ups, ich habe unsere eigene... Das war neuer im Weg. Ich sollte eigentlich den anderen Zauber ausrüsten hier, oder? Nee! Ich will keinen... Ich will keinen der unseren treffen. Wichtig sind zuerst die Bogenschützen auszuschalten.
den er treffen würde. Verdammt nochmal! Sitzt mir etwa in einem Nacken? Ah ja. Arsch! Muss ich mich direkt heilen? Naja, recht stark sind sie nicht, die Soldaten. Wow, noch so viele. Wow, ich bin wohl die letzte Verteidigungslinie hier, ha? Scheiße, die schießen mich. Los, kämpft! Heilgänge. Jemand muss mir helfen! Ganz schön viele. Au! Nie herkommen sollen. Hey! Wir sind verloren! Rückzug! Jetzt habe ich irrtümlich den Letrusch getroffen. Und heilen. Ich habe keine Magiker mehr zum Heilen, ha? Naja, doch. So. Ist das der Letrusch? Sorry, Letrusch. Au! Sind hier auch noch welche? Hey, die sind schon eingedrungen in die Stadt. Ich werde hier lang gehen. Also. Sehr gut. Da sind noch mehr. Oh. Kommen hier rein. Oh, das sind viele. Ja, mach ihn fertig. 16%. Oh, ich muss mich erheilen. Das könnte in die Hose gehen hier. Potzblitz. 6%, wow. Wer ist das? Mach ich doch nicht. Der brennt schon. Und da steht die Zauberin. Oh, der Letrusch muss auch dran glauben. Hey, das sind zwei Letrusche. Seid ihr Zwillinge? Wollte ich eigentlich nicht. Aber es muss sein. Du hast mich angegriffen. Ah, den kann man nicht. Oh Gott. Irgendwie ist das verbuggt hier. Scheiße. Ich hätte den Letrusch nicht treffen sollen. Null Prozent verbleibend. Okay. Dann gehen wir zurück zum Jarl. Aha, sie fliehen. Na gut, ich lasse sie fliehen. Ich werde ihnen nicht nachschießen. So einer bin ich nicht. Welch Verschwendung. Geld, sage ich auch. Wow. Das war irgendwie gar nicht so schwer. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Oh Gott, er redet noch von Drachen. Die haben alles verbarrikadiert. Wie komme ich denn da jetzt rauf? Hm. Schnell reisen? Oder ist er gar nicht hier in seiner Feste? Doch. Oh nee, ich muss zu General Tullius. Nicht zum Jarl. Ich war nicht.
Oder? Eine Söldnerin. Okay. Und habe meine Dienste nicht. Der ist da draußen irgendwo. Mein Fehler. Ich dachte zum Jarl. Habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Oh, ganz Weißlauf brennt. Ewig schade. Wo ist denn dieser Tullius? War der sich verkrochen? Feigling. Kann doch nicht weit sein, oder? Hm. Ach ja, der ist in Einsamkeit, stimmt. Mein Fehler. Ich dachte, er ist auch involviert in die Schlacht. Der ist sicher gerade in seinem warmen Bettchen, ey. Auf Schloss Elend. Glaubt bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Bürger? Mit dem Bauch? Was nun, ist die Frage. Das war... Wir haben eine Schlacht gewonnen, aber nicht den Krieg, oder? Ihr seht so aus, als ob ihr es tätet. Ich hab durch unseren Sieg über Ulfric bei Weißlauf haben wir die Loyalität des Jarl gefestigt. Glaube ich auch. Vielleicht verlieren die Sturmmäntel bald endgültig den Mut für ihre kleine Rebellion. Das glaube ich nicht. Ich befördere euch zum Questor. Questor. Nehmt diese Klinge. Was macht der? Symbol für eure neue Position Methold? Und Verantwortung. Ich werde eure Karriere im Auge behalten. Das Kaiserreich belohnt außergewöhnliche Leistungen. Und so halte ich das auch. Wie? Mit Trallenschluckmiezen oder wie? Es wäre eine Verschwendung, euch als normalen Soldaten einzusetzen. Ich habe spezielle Pläne für euch. Glaube ich auch. So nützt ihr mir mehr und seid flexibler einsetzbar. Ah, flexibel. Begebt euch zu unserem versteckten Militärlager in Pale. Ricke hat wichtige Aufgaben für euch und braucht eure Hilfe bei unserer Rückeroberung der Hauptstadt. Mhm. Was ist jetzt schnell die Hauptstadt? Ihr werdet genau das tun, was Ricke euch befiehlt. Und ich erwarte von euch, dass ihr euch etwas einfallen lasst, um die Sturmmäntel unterwegs in ihre Schranken zu weisen. Unterwegs? Jawohl, Sir. Für das Kaiserreich. Ave Caesar. Sehr gut. Erobere Pale zurück. Naja, hoffentlich sind die nicht alle so blass dort.